Die Propheten leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kirchengemeinden und unterstützen sie bei der Umsetzung der Gemeindevision. Wenn sie in einer Kirchenbewegung zu Hause sind, werden sie auch in dieser Organisation auch zur Entwicklung der Vision einen großen Beitrag leisten. In dem zweiten Teil schauen wir uns im Detail an, welche Aufgabe der prophetische Dienst in lokale Gemeinde hat. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Gleich zu Beginn schauen wir mal die Aufgaben des prophetischen Dienstes in lokaler Gemeinde. Im ersten Teil des Seminars habe ich schon das erwähnt. Das prophetische Dienst ist inspirierend, ermutigend, Menschen auch ab und zu herausfordernd im positiven Sinne, Menschen, die bestimmte Aufgaben, ihre Aufgaben zu übernehmen, das, was Gott uns geschenkt hat, auch zu machen. Und Prophet ermutigt uns, nicht nur auf die günstigen Gelegenheiten zu warten, sondern günstige Gelegenheiten zu schaffen und zu gestalten. Und da werden sie auch günstig. Also zu den Aufgaben. Was ist die erste Aufgabe in meinem Text, die ich beschrieben habe? Die Heiligen zu rüsten, damit sie die Stimme Gottes hören. Das heißt, die Heiligen, nehme ich aus dem Neuen Testament, die Beschreibung der Kinder Gottes, also der Christen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, also damit sie die Stimme Gottes selbst im Alltag für sich hören können. Und das ist eine vielfältige Art und Weise, die Stimme Gottes zu hören. An dieser Stelle nochmal kurz erwähnt, in meinem ersten Seminar über die Gabe der Prophetie. Da habe ich intensiv das beleuchtet. Dann, ihre Aufgabe ist, das Wort Gottes erkennen und verstehen. Das heißt, bei der Zurüstung, dass wir die Bibel, die Zusammenhänge des Wortes Gottes zu verstehen, verstehen lernen. Was sagt zum Beispiel zu einem Thema Altes Testament? Es ist wichtig, darauf zu achten, Psalm 119, Vers 160. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Nicht ein kleiner Ausschnitt, sondern die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Wie oft werde ich gefragt über Sexualität in der Ehe, außerhalb der Ehe, was ist Sexualität, wie die Ehe funktioniert. Ich sage, lass uns mal anschauen, was sagt Mose dazu im Alten Testament? Was sagen die Propheten dazu? Und was sagt Jesus Christus dazu? Und was sagen die Apostel dazu? Und die Summe des Wortes ist, ergibt die Wahrheit. Und wenn ich zum Beispiel die über die Ehe die Frage mir anschaue, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhängen oder seine Frau anhängen, sorry für alten Begriff, und ein Fleisch werden. Das sagt drei Schritte Systeme, verloben, heiraten und dann Sex. Reihenfolge. Also erstmal Verlobung, dann heiraten zusammen und dann zusammenziehen und dann gemeinsames Leben führen. Und vor allem, ganz wichtig für die Ehe, gute Freundschaftsbeziehungen zu bauen. Weil am Ende des Lebens hält uns die Freundschaft. Aber es ist nicht mein Thema. Heute Eheseminar kann ich einfach nicht lassen. Also, die Heiligen zuzurüsten dafür, dass sie das anschauen. Also, auch lernen, im Geist zu wandeln oder leben. Was heißt im Geist wandeln oder leben? Das ist ein sehr frommer Begriff. Das heißt, im Geist wandeln, dem Geist Gottes entlang. Oder was heißt das auch? Das heißt, gemäß der Heiligen Schrift zu leben. Und dann, der Geist Gottes kommt, er erinnert uns. Der Geist Gottes ist Erinnerer. Er erinnert uns, hat Jesus gesagt, an das, Jesus sagt zu seinen Jüngern, und der Geist Gottes kommt und erinnert euch an das, was ich euch gelehrt habe. Und wenn die Verführung kommt und bestimmte Hindernisse kommen, dann kommt der Geist Gottes und erinnert uns. Aber nicht nur Verführung. Wenn Schwierigkeiten kommen und Zweifel kommen im Leben und sie kommen. Und da kommt der Geist Gottes und erinnert uns und sagt, wenn eine Frau ein Kind vergessen sollte, ich dagegen, spricht der Herr in Jesaja, Prophet durch Propheten Jesaja, werde ich dich nie vergessen und nie verlassen. Das bedeutet, er wird immer mit uns sein, in jeder Lebenslage. Zweitens, die Aufgabe ist, die Tiefe des Wortes Gottes offenbaren. Was offenbart das Wort Gottes? Und das ist nicht oberflächlich, sondern tief in das Wort Gottes. Prophet taucht tief in das Wort Gottes und sagt, lass uns mal sehen. Das Offenbarte ist bei uns und unseren Kindern. Spricht 5. Buch Mose, Kapitel, glaube ich, 29, Vers 28, spricht Mose. Und das Verborgene ist beim Herrn
und auch das offenbart ist bei uns. Also wir schauen das an, was das steht im Wort Gottes. Also Epheser 3, Vers 3 bis 7. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, spricht Paulus, dessen Inhalt Gott mir durch Offenbarung enthüllt hat. Er spricht, wie Gott ihm offenbart hat. Ich habe weiter oben schon kurz davor geschrieben, beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Geheimnissen Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Und was ist die Offenbarung, was Paulus hier beschreibt? Den Nichtjuden, also alle Völker außer Juden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben. Das bedeutet, wir sind zusammen mit ihnen, wenn wir Jesus Christus annehmen. Wir bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen einen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Also er beschreibt, wie das zustande gekommen ist. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Was für eine Offenbarung damaliger Zeit, auch in heutiger Zeit. Das heißt, durch Jesus Christus ist es möglich geworden, dass alle, die mit Jesus Christus verbunden sind, gehören zur Familie Jesu Christi, unabhängig von Nationalität, von Geschlecht, von Haarfarbe und Hautfarbe, spielt keine Rolle. Wir sind Blutsverwandten. Wir gehören zu ihm und wie bekanntlich, die Familie sucht man sich nicht aus, sie wird geschenkt. Und in der geschenkten Familie lernen wir auch Geduld, Liebe und Last aneinander zu tragen. Dazu diese Offenbarung zeigt der Geist Gottes, den Apostel Paulus. Und so genauso in unserer Zeit sind Propheten dafür da, in der Tiefe des Geheimnisses des Wortes Gottes mit uns unterwegs zu sein. Drittens, Gottes Handeln offenbaren. Dafür sind Propheten da. Gott offenbart sein Handeln durch den Propheten, der die Botschaft der Gemeinde weitergibt. Das habe ich schon gelesen, wiederhole ich gerne. Amos 3, 7. Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, Propheten zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Wie gut, dass wir das bekommen, solche Möglichkeiten. Gott offenbart sein Handeln in der Zukunft, wie zum Beispiel durch Jesaja. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft, band für den Herrn einen Weg durch die Wüste, bau der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Da sprach Jesaja schon von der Kommen von Jesus Christi. Das bedeutet, in unserer Zeit brauchen wir genauso das Amt des Propheten, das uns richtungsweisend ist. Ich kenne einen Menschen, als ich noch unterwegs war ans Präsesamt in BFP, als wir, bevor die Corona-Zeit anbrach oder Seuchen oder anderes kam, er sprach zu uns, dass die Zeit der Seuchen kommt, dass sogar kommt, dass die Grenzen von Europa geschlossen werden und dann nach 2 Jahren Ruhe einkehrt. Wir schauten gemeinsam an, ob er von Mond wäre. Und dann fragten ihn die Menschen, glaubst du das wirklich, was du da erzählst? Nee, das glaube ich selber nicht, weil es zwar Unmöglichkeit ist, aber wenn es vom Herrn kam, gebe ich das einfach weiter. Das Finanzsystem erschüttert werden, weil Menschen an Gott Mammon glauben mehr als alles andere. Und wir brauchen solche Prophetien, die richtungsweisend sind und zurückführend zu Gott sind, auch in unserer Zeit. Viertens, die vierte Aufgabe, den Dienst aufzeigen und darin stärken. Das heißt, die Aufgabe ist zu zeigen, das ist dein Dienst, komm, ich unterstütze dich, ich begleite dich. Ein Wort, das man sich selber geben sollte, kann man sich selber nicht geben. Ganz oft braucht man gegenüber, der mich auch ermutigt, Dinge zu tun, was ich mir nicht zutraue als Mensch. In Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 25 bis 35, hier ist Rede von Segnung nach der Beschneidung von Jesus, Segnung von Simeon, durch Simeon.
Hier wird beschrieben, wie das geschah. Ich werde ausschnittsweise ein, zwei Verse lesen. Und siehe, ein Mensch war, Vers 25, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Was für eine Aussage! Der Geist Gottes war an diesem Mann. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, ihm persönlich wurde das Wort geschenkt. Er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, den Herrn, gesehen. Was für eine Zusage Gottes, du wirst nur dann sterben, wenn du das erfüllt hast, hast mit dem Auftrag zu tun. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was braucht ist nach dem Gesetz, was zu tun nach dem Gesetz, also Beschneidung. Er wurde beschnitten, Jesus, dann nahm er ihn auf seine Arme, das Baby, und lobte Gott und sprach. Und so, genauso machen wir in unserer Kirchengemeinde, was ich empfehle, immer Kinder zu segnen, auch zu Hause, liebe Eltern, was für ein Privileg. Er nahm das Kind auf die Arme und segnete und sprach: Herr, nun lässt deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Interessant. Erstmal lobte er den Gott, den Herrn, und dann sagte er: Jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast für alle Völker. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis eines Volkes Israels. Hier lesen wir wieder das Gleiche, was Paulus sagt, der Offenbarung, dass die alle Völker zusammen verbunden werden durch Jesus Christus. Und sein Vater und seine Mutter wunderte sich über das, was von ihm gesagt wurde. Schon spannend. Mutter wusste, dass sie Jesus Christus gebären wird, also hat sie ihn geboren. Und der Vater hat die Engel Gottes zu ihm gesprochen, nicht nur einmal, später auch und davor, dass er Maria heiraten sollte. Und dennoch wunderte sie sich. So ist das Leben, liebe Freunde. Wir haben Zusagen Gottes und dennoch wundern wir uns ab und zu. Und da braucht man solche Menschen, die zu uns kommen und diese Situation hineinsprechen, unser Glauben zu stärken. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, diese ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, und dem widersprochen wird. Und letzter Vers: Und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Und genauso geschah es später. Und Maria erlebte und stand am Kreuz und schaute, wie ihr Sohn gekreuzigt worden ist. Aber interessanterweise, auch am Kreuz hängend, spricht Jesus zu Johannes: Schau diese Frau an. Das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria: Das ist dein Sohn. Auch am Kreuz hat Jesus immer noch nicht an sich gedacht, sondern an Menschen gedacht, die ihm anvertraut und zugetraut worden sind. Nun, wir kommen zur nächsten Aufgabe, fünfte Aufgabe des Geistes, die Gaben zu entfachen oder den Geist Gottes neu zu entfachen. Das Leben ist nicht immer leicht, und Timotheus, aus welchem Grund auch immer, Timotheus hat die Gaben, die er hatte, vernachlässigt. Und das kann auch in deinem Leben so sein. Aus welchem Grund auch immer. Ich möchte keine Gründe es beschreiben. Das sind vielfältig. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und spricht zu ihm. 1. Timotheus 4, Vers 14. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung und Handauflegung des Rates der Ältesten. Hier spricht er zu ihm: Du hast das empfangen, die wurde prophezeit, die Menschen haben Hände auferlegt für dich, die Ältesten, wurde dich, und du bist jetzt beauftragt, und lass das bitte nicht außer Acht, diese Gabe, die dir geschenkt worden ist. Bitte nutze sie und lebe sie. Das heißt, wir brauchen geistliche Väter, die an die Söhne glauben. Was ist die Aufgabe des Vaters? Die Aufgabe des Vaters ist, an die Söhne und Töchter zu glauben. Und genauso ist Apostel Paulus an dieser Stelle und sagt: Komm, entfache, entfache, es ist genug, steh auf. Und das ist die Aufgabe auch des Propheten in unserer Zeit, zu entfachen, zu sagen: Komm. Und das Himmlische zu nehmen, kommen wir gleich dazu. Sechste Aufgabe: Das von Gott geoffenbarte Stärken.
Das bedeutet, was Gott offenbart hat, das sollte auch gestärkt werden. Wir haben die Bibelstelle im ersten Teil schon gelesen. Ich wiederhole das noch einmal. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Wir sehen hier welche, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Sondert mir uns aus Barnabas und Saulus zum Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Schau mal, wie hier Barnabas und Paulus waren, hier Propheten und Lehrer. Das bedeutet, unser Dienst, unser Leben lang, das Fünffältige, das Amt entwickelt sich. Das heißt, bei Paulus sehen wir, ist eine Entwicklung da. Paulus war Prophet und Lehrer und er wurde später zu Apostel, was Gott schon vorher zu ihm gesprochen hatte. Im Vorfeld hat er gesprochen. Liebe Freunde, wie oft erlebe ich Menschen sagen, ja, aber der Herr hat mir Offenbarung gegeben, ich war fast schon im Himmel und jetzt warte ich, bis das erfüllt wird. An dieser Geschichte sehen wir, sie warteten nicht, sondern sie beteten und sandten sie aus. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und du glaubst, dass wirklich vom Herrn ist, dann mach dich auf den Weg. Faste und bete mit den Leitern zusammen, sprich mit ihnen zusammen und dann fang an zu handeln. Diese Geschichte erzähle ich immer wieder, eine ähnliche. Ich war mal in Sibirien, glaube ich, war ich unterwegs, irgendwo in einem Land. Da kam eine ältere Dame auf mich zu, nicht junge, ältere Dame, und sagte: Ach, Pastor Johannes, wissen Sie was? Vor 27 Jahren kam ein englischer Prophet aus England zu uns und sprach 1:1 das, was Sie heute zu mir gesprochen haben. Und ich sagte: Und was haben Sie damit gemacht? Sie sagte: Nichts, ich warte, bis sich das erfüllt. Ich sagte: Nein. Wir sind verlängerter Arm Gottes und nicht seine Ratgeber. Deine Aufgabe ist jetzt das Prophetische, wenn du das glaubst oder wenn sie das glauben, zu nehmen und dementsprechend umzusetzen. Prophetie ist wie ein Samen, das in der Erde gepflanzt wird, begossen wird, im Glauben gehandelt wird und wächst und gedeiht. Und Prophetie ist wie ein Senfkorn. Das muss wachstümlich sein. Also, wir machen uns auf den Weg. Siebte Aufgabe: eine prophetische Bewegung der Gemeinde zu entwickeln. Das heißt, ein Prophet denkt nicht nur an sich, er denkt an die Menschen, die Gott ihm schenkt, und Bewegung ins Leben rufen sie. Zum Beispiel, als ich im BFP als Leiter war, als Präses, wir haben mit unserem Vorstand zusammen einen Visionspunkt, geistliche Bewegung, der erste Punkt, Geist bewegt. Dementsprechend haben wir das ins Leben gerufen, Spirit Cons, also geistliche Konferenzen in unserem Land, und das wird weitergeführt, prophetische Konferenzen, häufig Kranken wird gebetet. Das heißt, Propheten kommen dafür da, dass nicht nur bei sich was bleibt, nicht dass er alleine dient, sondern er nimmt Menschen mit hinein und entwickelt sich eine Bewegung. Multiplikation liegt auf dem Herzen. Das ist ganz wichtig. Achtens, die Stimme Jesu in der Gemeinde hörbar machen. Das heißt, das Prophetische, wenn der Prophet kommt, dass sie lehren Menschen, trainieren Menschen, auch das prophetische Wort in der Gemeinde für das ganze gemeinsame, das gesamte Volk, nicht nur für sie, einfach hörbar zu machen. Neuntens, von Gott Geschenktes weitergeben. Was bedeutet das für mich? Propheten sind geistliche Botschafter, Empfänger, und der Herr schenkt durch sie Folgendes. Ich wiederhole nochmal, Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Er sagt hier, Prophet ist nicht ein Kanal, sondern eine Person, die mit einer Botschaft betraut ist. Und diese Botschaft gibt der Prophet weiter. Und wir wissen, dass jede Weitergabe könnte eine Verschlechterung des Inhalts sein. Deswegen prüft alles, das Gute behalten. Also, wozu er bewegt, göttliche Erneuerung.
Wenn Amt des Propheten hineinkommt, es hat wieder mit Veränderung und Erneuerung zu tun. Wieso? Weil, liebe Freunde, an Veränderung geht immer aus der Gottesperspektive, aus seiner Initiative. Er sagt heute, nicht gestern, heute, also Erneuerung. Göttliche Weisungen. Sie trainieren Leute nach göttlichen Weisungen, nach dem Wort Gottes und nach Weisungen zu leben. Sie ermutigen Leute, göttliche Warnungen ernst zu nehmen, wenn Warnungen im Leben gesprochen worden sind, ob das durch Träume, prophetische Worte kommt oder durch Menschen, die mit Weisheit sprechen. Ich bin so dankbar für Menschen, die auch Warnungen in meinem Leben ausgesprochen haben oder auch bin dankbar für den Herrn, der zu mir auch Warnungen spricht, auch in Nachtträumen, weil ich neige ganz oft dazu, sehr intensiv an meinen Glauben zu glauben. Und ich brauche Menschen, das bedeutet, mehr zu sehen in einer Situation oder Person, als nötig ist. Und da brauche ich Menschen, die mich ab und zu auch warnen. Auch die Propheten lehren Menschen, göttliche Ermahnungen ernst zu nehmen. Und das nicht zu bagatellisieren, sondern ich nehme das. Zum Beispiel habe ich vor kurzem meinen Menschen gesagt, in der Gemeinde Jesu spricht man nicht übereinander, sondern miteinander. Also wir lästern nicht. Wir sprechen gut übereinander. Ja, ich habe die Ermahnung verstanden. Dann göttliche Hilfe und Trost aus dem Wort Gottes nehmen, dass die Menschen, wenn sie in bestimmten Situationen sich befinden, dass sie den Trost schenken vom Himmel, vom Herrn, unserem Gott, wie gut, zur richtigen Zeitpunkt. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Ich war letzte Woche im Unterricht gegeben und ein Mann hat davor eine Frage an den Herrn gestellt und nächsten Tag kam ich auf ihn zu, einfach im Unterricht und sagte ihm das Wort. Und er sagte, das war für mich außergewöhnlich. Ich habe gestern eine Woche davor gebetet und ich hatte keine Hoffnung mehr. Und genau dieses Wort sprichst du in mein Leben. Ich bin wieder beflügelt und wieder nach vorne, gehe ich nach vorne. Und die Propheten bringen den Menschen eine göttliche Begegnung. Nun, das war die Aufgabe und jetzt schauen wir der Propheten im Gemeindebau. Was machen sie in der Gemeinde? Der Prophet empfängt vom Haupt der Vision, also von Jesus Christus, vom Herrn, Vision und erkennt also das Ziel. An diesem Punkt darf der Dienst der Propheten in der Gemeinde nicht stehen bleiben. Es reicht nicht nur Ziele zu haben, sondern man muss darüber sprechen. Und der Prophet ist nicht dafür da, primär Gemeinde zu leiten, sondern Gemeindeleitung leitet Gemeinden. Bitte nicht verwechseln. Also der Prophet gibt das Wort Gottes oder die Offenbarung, besser gesagt. Offenbarung, nicht das Wort Gottes, das offenbarte Wort, was er bekommen hat und gibt das weiter. Also das Wort Gottes ist für mich die Bibel und das Offenbarte gibt er weiter. Unsere Vision nicht ohne Macht, das nicht zu Vision des Propheten, sondern zu unserer Vision. Und das ist die Aufgabe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Menschen hineinzunehmen, dass es nicht bei einer Person bleibt, sondern sich multipliziert. Und genau so ist Mose vorgegangen. Und das habe ich überschrieben, das Himmlische auf Erden umsetzen. Und ihr wisst, alles geschieht dreimal. Einmal beim Herrn im Himmel, dann bei uns im Geist oder Offenbarung und dann erst in der realen Umsetzung. Was heißt das? Wir nehmen aus dem Alten Testament und dann kommen wir zum Neuen Testament ein paar Beispiele. Mose empfing den Plan für die Stiftshütte oben auf dem Berg Sinai, bevor sie tatsächlich gebaut und umgesetzt werden konnte. Für die Umsetzung auf dieser Erde gebrauchte Gott Menschen. Nicht Mose allein, sondern erstmal war das Vision Mose-Offenbarung und dann wurde die Offenbarung für das Volk Israel geschaffen. Und im 2. Mose 25, Vers 1 bis 9, könnt ihr zu Hause genauer nachstudieren. Ich werde nur ein paar Passagen uns daraus lesen. Also 2. Mose 25, Vers 1 bis 9. Sagt zu den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe erheben. Von jedem, den sein Sinn dazu bewegt, sollt ihr die Abgabe erheben. Das ist die Abgabe, die von ihnen erheben sollt. Gold, Silber und so weiter. Können wir das nachlesen, wie der beschrieben worden ist. Und Vers 8. Macht mir ein Heiligtum.
dann werde ich in ihrer Mitte wohnen, genau nach dem Muster der Wohnstätte und in alle Gegenstände, die ich dir gezeigt habe, sollte er es herstellen. Das heißt, Mose suchte Spezialisten. Mose suchte beste Mitarbeiter. Mose sucht Profis, die in der Lage sind, das umzusetzen. Genauso handelt der Prophet Mose. Er sah die Stiftshütte im Himmel. Er nahm sie für sich im Glauben, vermittelte das dem Volk und sie gestalteten gemeinsam die Vision. Genauso wie in Hannover, als ich Pastor war. Ich habe eine Offenbarung vom Herrn bekommen, wir brauchen ein neues Gebäude. Und dann habe ich mit meinem Gemeindeleiter diskutiert, gesprochen. Dann haben wir ein Gemeindegebäude erworben. Und dann haben meine Geschwister und gespendet und gearbeitet. Und irgendwann entstand ein Riesengebäude, was so schön aussieht. Ich bin nicht mehr so dabei. Aber wenn ich in die Straße abbiege, sehe ich das Gebäude und freue ich mich, dass die nächsten Generationen davon partizipieren können. So genauso geschieht alles dreimal. Einmal im Himmel bei Gott, dann bei uns in Vision oder Impuls und dann bei der Umsetzung. Oder Jesus spricht vom Vater unser. Ihr kennt alle Vater unser. Jesus lehrt uns, dass der Wille des Vaters auf der Erde umgesetzt werden soll, wie er im Himmel bereits geschieht. Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet für uns, wir nehmen das Himmlische und bringen auf diese Erde. Und das geschieht auch für unsere Familie, nicht nur für die Kirche. Gott hat Plan auch für dich und für mich persönlich. Und das Gleiche für deine, wenn du Familie hast, für deine Familie, genauso für deine Kirche. Und unsere Aufgabe ist jetzt, daran zu denken, was hat Gott denn vorbereitet für Menschen, die mich umgeben? Welchen Plan hat Gott mit ihnen? Und dann gehe ich mit offenen Augen durch das Leben, damit das Himmlische geschehen kann. Braucht Gott keine Ratgeber, er braucht Arbeiter. Also, wo ist dein Beitrag dazu? Gestalte mit. Oder Paulus spricht von Werken, die bereits zuvor vom Vater im Himmel vorbereitet wurde und nun in unserer Realität umgesetzt werden sollen. Das heißt, wir können viel darüber diskutieren, aber Epheser 2, Vers 10 beschreibt das sehr gut. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, liebe Freunde, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und wir wissen genau, wir schaffen das Vorbereitete nicht alleine auszuführen, sondern wir brauchen Menschen, die mit uns zusammen sind. Und wir wissen alle, dass Erfolg niemals das Ergebnis einer einzigen Person ist. Erfolg ist immer das Ergebnis von vielen Mitgestaltern, die Unterstützer sind. Und das ist das Erfolg. Erfolg ist das, was folgt. Das heißt, ich mache mich auf den Weg, bereite mich vor, ich habe Menschen um mich herum und gemeinsam gestalten wir. Mir gefiel eine Treppe von Professor Knobloch. Ich würde sie gerne über diese Treppe mit uns ein bisschen kurz austauschen. Es ist sehr gut, Professor Knobloch hat das sehr gut beschrieben, die Umsetzung, die Vision. Ich kann das nur betonen, das ist lohnenswert anzuschauen, zu lesen in seinem Buch und das umzusetzen. Erstens, Mitwissen. Mitarbeiter werden über Inhalte informiert. Das heißt, Mose hat das Volk informiert. Wenn wir Offenbarung bekommen, wir informieren. Wir sitzen mit ihnen zusammen und erzählen und träumen mit ihnen. Und dann fangen wir mitdenken, logische Folgen mit von Mitwissen, die Informationen lösen, Denkprozesse aus, das wissen wir doch. Das heißt, wenn ich mit Menschen anfange, mit laut zu denken, nach unserem gemeinsamen Gespräch habe ich besseres Ergebnis als je zuvor. Weil sie mit ihren Ideen kommen, mit ihren Begabungen dazukommen und dann entwickelt sich. Drittens, mitlernen. Das bedeutet für mich mitlernen. Ich bin Lernender, ständig von meinem Gegenüber. Wenn ein Mensch sagt, ich weiß schon alles, da braucht man nichts. Ein Glas, was voll ist, kann man nichts hinzutun. Aber ein Lernender hört sich sein Gegenüber an, seinen Partner an und sagt, okay, das ist eine gute Idee, könnte von mir kommen.
Leider nicht von mir, aber wir setzen das gerne um. Und so habe ich das für mich verinnerlicht. Und wenn ich mit Teams unterwegs bin oder in eigenem Leben, gehe ich mit diesem Prozess um. Ich lerne gerne dazu. Ich lerne gerade Fotografie, liebe Freunde. Und für mich ist es nicht keine Schande, von jungen Menschen zu lernen. Weil wir haben Eddie und von ihm lerne ich viel. Wenn er auch junger Kerl ist, lernt von den Besten. Wer mit Profis unterwegs ist, bekommt professionelle Ergebnisse. Also mit Lernen. Nicht, ja, ich bin schon alt, du hast mir nichts zu sagen, sondern lernt, bleibt lernen. Dann mitverantworten. Mitarbeiter sind diejenigen, die die Tore schießen. Sie sind Helden. In Deutschland lieben Menschen Fußball. Ich habe davon nie so viel Ahnung. Sie sind aber, ist auch nicht so wichtig. Das bedeutet, Fußball ist für mich nachgeordnet. Seid nicht traurig darüber. Jeder hat seine Vorliebe. So eine andere Sportart habe ich, Vorliebe. Aber ich weiß, dass der Mitarbeiter, sie sind dafür, die Erfolge auch mitverantwortlich sind. Sie sind für den Erfolg verantwortlich. Der Leiter wird immer mehr zu unterstützen, stärken, entdecken, Potenzial entwickeln. Das ist die Aufgabe des Leiters. Nicht mehr selbst zu spielen, auf dem Spielfeld zu sein, sondern Leute mit einbeziehen. Und das ist unser gemeinsamer Erfolg. Des Weiteren, mit genießen und mit besitzen. Das heißt für uns, Mitarbeiter verstehen sich als wichtiger Teil des Ganzen. Als Mose gebaut hat, er hat nicht für die Goldschmiede Verantwortung übernommen. Er hat Menschen dafür, die da waren. Erfolg wird als gemeinsame Arbeit gefeiert werden. Wir genießen gemeinsam und besitzen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Erfolg, was Gott uns geschenkt hat. Und die letzte Stufe oben an dieser Treppe heißt, mit Werten unterwegs zu sein. Wir beginnen, eine Kultur zu prägen, die Freiräume für individuelle Entwicklung schafft. Werte wie Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gehen Hand in Hand mit Leistungsgedanken. Also, wir machen uns auf den Weg, um die Vision Gottes umzusetzen. Und dafür ist der prophetische Dienst besonders von Bedeutung. Und der Prophet sagte, was siehst du? Was siehst du? Was offenbart Gott dir? Was hat Gott dir gezeigt? Komm, lass uns gemeinsam anschauen. Visionsvermittlung nicht durch Gespräche, liebe Freunde, sondern durch Miteinbeziehen. Es nichts nutzen, nichts über Themen zu diskutieren, sondern Menschen wollen auch einbezogen werden in diese Prozesse. Und genauso handelt Gott mit Propheten. Er tut nichts, bevor er seinen Knechten Propheten das nicht offenbart hat. Und genauso für uns, die Werke im Himmel sind schon da. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, ein Mann oder eine Person, keine Ahnung, welches Geschlecht, spielt auch keine Rolle, eine Person kam in den Himmel und stand vor dem Schöpfer. Ich weiß, dass eine Metapher, ein Bild ist. Das ist keine wirkliche Geschichte, aber interessante Geschichte. Und er steht vor Gott und hinter ihm eine strahlende Gestalt, eine große strahlende Gestalt. Und er fragte, wer ist das denn hinter dir? Er sagte, das wärst du, wenn du alles annehmen konntest, was ich für dich vorbereitet habe. Das war für dich vorbereitet. Das Beste, was ich habe, habe ich für Menschen gegeben. Das Größte, was ich habe, habe ich für Menschen gegeben. Das ist mein Sohn Jesus Christus. Das heißt, liebe Freunde, Gott hat nicht nur gute Gedanken, er hat auch gute Werke für uns. Die sollen wir für uns annehmen und erschließen. Und so, liebe Freunde, dann sind wir am Ende des Seminars, des Dienstes des Propheten angekommen. Danke, dass ihr dabei wart. Als nächstes bereiten wir ein Seminar zum Dienst des Evangelistes vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also seid dabei. Es ist für mich ein Privileg und eine Freude, mit euch die Gedanken zum Wort Gottes teilen zu dürfen. Ich wünsche euch, eure Familien, eure Kirchen, eure Bewegungen, eure Organisationen viel Kraft und Gnade. Und ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Gemeinde Jesus Christus bis heute baust. Du hast gesagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und das wirst du tun, solange wir auf dieser Erde leben. Du hast dich entschieden, deine Kirche zu bauen.
Und so segne ich Menschen, die sich auf den Weg machen und sagen, ich mache mich auf den Weg, mit meinem Gott meinen Auftrag zu erledigen und zu erfüllen. Ich segne dich im Namen des Herrn, dass die Kraft des allmächtigen Gottes auf dich kommt und höre das Rufen des Herrn unseres Gottes und des Heiligen Geistes. Mach dich auf den Weg, um die Werke, die vorbereitet sind, auf diese Erde umzusetzen. Und diese Werke sind für dich, für die nachstehenden Menschen und für die ganze Bewegung, wo du unterwegs bist. Laufe durchs Leben mit offenen Augen und mit großem Herzen. So wünsche ich euch viel Gnade und bis bald.